Liebe Mitglieder, liebe Schirmherren, liebe Kollegen des Vorstands und des Beirats, liebe Freunde der Initiative Ulm Digital, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu unserer Jahresveranstaltung 2023 hier im erneut herrlich illuminierten Weileclub in Neu-Ulm. Schön, dass Sie alle mit von der Partie sind. Dieses Jahr unter dem Motto Game Changer Künstliche Intelligenz, KI, unter den aktuellen herausfordernden und komplexen Rahmenbedingungen. Wir freuen uns riesig über das sehr große Interesse. Begrüßen Sie es herzlich. Wir sind, wie man so schön sagt, seit Wochen fully booked. Man sieht es heute auch, es ist ein bisschen eng. Wir wollten maximal 300 Teilnehmer, haben dann tatsächlich bis 340 zugelassen, haben mit 10% gerechnet. Ja, ich glaube, es sind doch fast alle gekommen. Aber vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ja, schließlich, ich meine, die Jahresveranstaltung steht unseres Erachtens vor eines der großen Errungenschaften, die wir als Verein die letzten Jahre gepflegt haben, nämlich, dass wir uns alle gegenseitig kennen und unterstützen. Wir, damit meine ich Spitzenvertreter, so wie Sie es alle sind, aus allen Interessenträgern der Gesellschaft, sprich Wirtschaft in all ihren Facetten, Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk, Verwaltung, Politik, aber last but not least auch die Bürgerschaft. Ne? Wir bringen alle hier zusammen, sieht man auch heute wieder eindrücklich. Eines haben wir alle gemeinsam, wie gesagt, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir auch nach dieser spürbaren Phase der großen Transformation, damit es uns da auch noch so gut geht wie jetzt. Die große Transformation ist mitten im Gange und deswegen haben wir vorsichtshalber mal auch an den Säulen aufgehängt, Mut, Motivation und Mitmachen. Dazu haben wir natürlich auch herausragende Persönlichkeiten eingeladen, weil alleine könnten wir das ja nicht stemmen, weil wir eben den Querschnitt nicht vollständig abbilden. Da sind wir übrigens super dankbar. Es haben tatsächlich 100%, also alle Angefragten, haben auch zugesagt und machen mit. Dafür ein ganz spezielles, herzliches Dank. Ja, können wir ruhig mal klatschen. Ja, selbst unser Keynote-Speaker kam noch rechtzeitig, ne? Also finde ich auch ganz herausragend, dass es noch geklappt hat. Alle übrigens ehrenamtlich, was ich nochmals umso schöner finde, so wie wir das auch ja als Unternehmerinitiative ehrenamtlich hier tun. Apropos Standort und Stärkung desgleichen. Ganz offen gesprochen, das fällt in diesen Zeiten nicht ganz leicht, darüber zu sprechen. Ich denke, die Rahmenbedingungen, da werden wir viele beipflichten, haben auch vorher mit dem einen oder anderen Unternehmerkollegen schon gesprochen, sind alles andere als ideal, um nicht zu sagen, in manchen Situationen sogar unerträglich geworden. Auch wenn wir natürlich alle miteinander, deswegen sind wir vielleicht auch hier, den Standort gerade hier in Ulm, Neu-Ulm und der Region lieben. Der Ruf nach einer breit angelegten Reformagenda wird immer lauter, dazu gehört beispielsweise weniger Belastung, gerade vorher im Dialog gesprochen, weniger Bürokratie. Vor allem die Belastung mit unnötiger Bürokratie ist hier gemeint. Mehr unternehmerische Handlungsfreiheit, dieser Ruf, den gibt es auch. Eine Steuerbelastung, die vielleicht vergleichbar wäre mit anderen Industrienationen, wie es zuletzt auch vom DIHK gefordert wurde. Und nicht zuletzt bezahlbarer Strom für alle Unternehmen. Ja, natürlich ist der Hauptaugenmerk heute auf künstliche Intelligenz, KI, gerichtet. Aber so doch denke ich, dass man diese Rahmenbedingungen, die wir nun mal haben, auch entsprechend im Auge behalten sollte. Ebenso wie die Tatsache im Übrigen, dass wir im Bereich der MINT-Berufe, damit meine ich die Berufe im Bereich Mathematik, Informatik, den Naturwissenschaften, beispielsweise Biologie, Chemie, Biochemie, die ja sehr viel auch mit Klima beispielsweise zu tun haben, aber auch der Technik, dass die speziell eben nicht Schritt halten mit dem Bedarf, den wir hier haben. Auch das ist ein Thema, wo wir, denke ich mal, heute ein bisschen berücksichtigen können. Wir wollen das im Übrigen im Rahmen einer eigenen Veranstaltung rund ums Thema digitale Bildung oder generelle Bildung, insbesondere mit Blick auf MINT-Berufe im ersten Quartal 2023 intensiv beleuchten. Auch da kein direkter Zusammenhang zum Thema KI, aber es ist unseres Erachtens schon wichtig, darauf hinzuweisen, weil wenn man auf der einen Seite sieht,
Innovation erfordert immer Zeit, erfordert immer Geld, erfordert Motivation, Einsatz. Den soll man ja erfahren. Ja? Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat man aktuelle, akute Probleme, denen man auch Herr werden oder Frau werden muss. So, schließlich, deswegen auch, denke ich mal, die Runde ist so prominent besetzt, als dass wir da sicherlich die eine oder andere Hilfestellung und Antwort erhalten können. Schließlich ist unser Land auch ein rohstoffarmes Land, aber Gott sei Dank mit vielen klugen Köpfen gesegnet und einem deutschen Mittelstand, dessen familiäre Unternehmerstruktur gerade in schwierigen Zeiten doch oftmals eine gute Lösung parat hatte, insbesondere dann, wenn es eng und kritisch wurde. Ja, insofern kam man dann eben auch zu dieser Agenda, die haben wir vor circa einem halben Jahr im Rahmen der Klausurtagung mal begonnen zu entwerfen und ja, nach der Begrüßung durch Frau Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger wird zunächst Chris Boos, einer der laut Handelsblatt Top-Pioniere Deutschlands für künstliche Intelligenz, informieren, uns abholen, ein bisschen auf den Stand der Dinge bringen, wo stehen wir denn beim Thema KI, beziehungsweise worum geht es denn, was ist KI und was ist es nicht. Und vielleicht kann er uns auch als Unternehmer oder Chef von Organisationen den einen oder anderen Tipp geben, wie man sich jetzt schon verhalten sollte. Munter geht es weiter mit einem, ich bin ganz sicher, einem bunten Blumenstrauß, einem, ja, der wird uns begeistern, bin ich jetzt schon sicher, Vortrag von Andy Buchenscheid, meinem lieben Vorstandskollegen und Freund, der direkt danach reale Beispiele der KI bringen wird, also keine Themen, die irgendwann mal da sind, sondern reale Beispiele, die es jetzt schon gibt. Und dann passt auch direkt im Anschluss das Podiumsgespräch, nennen wir es mal, dazu, wo wir bestimmt gute Gedanken, vielleicht auch Diskussionen, aber bestimmt Antworten zu den aktuellen Fragestellungen, die ich vorher schon mal so ein bisschen aufgeworfen habe. Wie steht es denn eigentlich um uns? Macht es überhaupt Sinn, viel Geld in so neue Themen wie KI zu investieren? Oder müssen wir vielleicht auf der anderen Seite unbedingt investieren, damit wir überhaupt noch im Wettbewerbsdruck national oder international mithalten können? Alles so Themen, die, denke ich, recht interessant sind. Dann natürlich auch die Frage, können wir das alles noch bezahlen? Wer finanziert denn? Ja, was macht denn da das Geld an der Stelle? Ja? Habe ich überhaupt die Zeit noch, mich darum zu kümmern? Ja? Und dann natürlich last but not least eine ganz kritische Frage, passt der Standort? Ich habe vor kurzem von vielen mitbekommen, also auch Logistikunternehmen, die teilweise Umzüge für Unternehmen machen, der war immer sehr stolz drauf, dass viele Unternehmen hierher gezogen sind. Und jetzt ist doch der ein oder andere, der auch mal wegzieht. Und da müssen wir echt mal ein bisschen was dagegen machen. So. Und deswegen auch diese Fragestellung, die für mich auch bei so richtig innovativen Themen wie künstliche Intelligenz einfach mit reingehören. Alles Fragen, auf die wir unter der fachkundigen Moderation vom Chefredakteur der Südwestpresse, Herrn Ulrich Becker, mit den hochkarätigen Persönlichkeiten des Podiums natürlich eingehen wollen und werden. Ich bin auf jeden Fall schon super gespannt, freue mich da auch sehr drauf und darf das Podium natürlich auch gleich mal kurz vorstellen. Die Frau Oberbürgermeisterin habe ich schon genannt, die muss nachher auch unauffällig, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verplappert, unauffällig weg. heute Abend ist noch die Vorstellung der Kandidaten für, ja, der Herr Dr. Kuhlitz weiß Bescheid, okay. Also oder auch nicht. Also sie muss auf jeden Fall nachher weg. Dann haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Ulm, den Herrn Gunter Zisch, herzlich willkommen. Den Sprecher der Geschäftsführung der Volksbank Ulm-Biberach, den Herrn Stefan Hell. Die Frau Professor Dr. Birte Glimm, sie ist die Leiterin des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Universität Ulm. Den Herrn Klaus Eder, den Chef der Stadtwerke Ulm und Neu-Ulm. Dann die Chefin der IHK, die Hauptgeschäftsführerin der IHK Ulm, die Frau Petra Engstler-Karasch, den Multiunternehmer, den Herrn Horst Walz, den Unternehmer und Vorstand der UZIN UZ SE, den Philipp Utz und sowie den Chefredakteur, den ich schon oft genug genannt habe, den Ulrich Becker. Ich bitte um einen kleinen Applaus, weil auch die Herrschaften sind herzlich willkommen. Ja, Ziel also ist klar, von profunden Spitzenvertretern aufzeigen zu lassen, wie aktuell der Stand der Dinge ist. Hoffe ich mit Zuversicht, Mut, Motivation
für die nächsten Wochen und Monate aus dem Raum zu gehen, weil wenn wir das geschafft haben, dann haben wir das Ziel des Abends eigentlich schon ganz gut erfüllt. Dazu sollen solche Veranstaltungen dienen. Wir wollen Sie als Initiative Ulm Digital über neue digitale Trends frühzeitig informieren, Sie mit abholen, aber natürlich immer den Querschnitt der Gesellschaft dabei nicht vergessen. Ja, noch zwei kleine Anmerkungen, bevor es dann richtig reingeht. Starke 5 Minuten waren mir zugestanden. Ein herzliches Dankeschön an alle, möchte ich gern loswerden, an alle, die mitgeholfen haben, diesen Abend zu organisieren. Das waren insbesondere natürlich allen voran die Vorstandskollegen, hier der Andi Buchenscheid, der richtig reingehauen hat, gleich auch noch so einen Vortrag zum Besten gibt. Die letzten Tage und Nächte waren durchaus mit ehrenamtlicher Arbeit ziemlich voll. Darf mich natürlich aber auch bedanken bei dir, liebe Antonia Scheible, die CIO, CDO, der Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm, meine Vorstandskollegin, beim Björn Semjan, Geschäftsführer der System 2 im Systemhaus hier in Ulm. Wir haben, denke ich mal, als Team super funktioniert. Aber auch Beiratskollegen haben super mitgeholfen, der Steffen Maurer mit seinem Team, der hier für Bild und Ton verantwortlich ist. Ohne den, wie gesagt, hätten wir die herrliche Illumination hier auch nicht. Dann unser Mitglied SHS, der für die Security verantwortlich ist, der eben nicht nur auf den Papst aufpasst, sondern oder auf die Fußballer, sondern ab und zu mal auch eben auf uns hier heute Abend, rund um ihren Chef Barney Sanchakli. Unser Mitglied Data Group möchte ich erwähnen, mit dem Vorstandsvorsitzenden Andreas Baresel und dem heute auch anwesenden Geschäftsführer Gerhard Kaminski. Über die kam auch der Kontakt zu dem Herrn Chris Boos zustande. Dafür auch ganz lieben Dank. Und last but not least möchte ich mich bedanken, ganz speziell bei dir, liebe Juliane Gumper von meiner UNO GmbH. Die hat die letzten Wochen, Monate, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr viel Zeit investiert, damit heute die Organisation prima klappt. Und last but not least, nee, eine habe ich noch. Heute ist noch meine Tochter Linda kurz eingesprungen und hat auch kurz unterstützt, ganz spontan. Vielen Dank auch dir. Kleiner Applaus für alle Helferinnen und Helfer, die noch draußen sind. Ja, die Vanessa Bauhammer, Nachnamen. Bauhammer mit ihrem Team draußen auch von der System 2 haben auch super mitgeholfen. Vielen Dank.